Leute, ich war am Meer. Ich war in Den Haag, ich war am Meer. Ich muss dazu sagen, ich war noch nie in Den Haag. Ja. Und diese Woche habe ich gedacht, wenn du schon ans Meer willst, und ich fahre sonst immer nach Zandvoort raus, weil die Strecke kenne ich, und dann sagte mir ein Bekannter, ey, wir diese Woche in Den Haag. Ich sagte, Den Haag, wie sieht's denn da aus? Hat er einen Strand? Man hat so bei Google Maps geguckt. Echt schön. Bin mich einfach hingefahren. Leute, es war mega. Es war einfach mega. Auch wenn es ein Arsch voll Arbeit vorher und nachher war. Aber dieses aufs Meer gucken ist einfach nur schön. Es ist einfach nur schön. So. Jetzt mache ich mir einen Kaffee, bevor wir über das Thema reden, worum es mir diese Woche geht. Warum ist es wichtig, zwischendurch sowas zu machen, auch wenn das total anstrengend ist und ich gedacht habe, oh Mann, da fährst du so weit und es gab auch diese Stimme in mir, die gesagt hat, ey Casey, du hast so viel zu tun, lass das sein. Der Punkt ist einfach der, ich muss, damit ich in der Fülle bleibe und in der Kraft bleibe, aktiv auch Dinge tun, die mir gut tun. Auch wenn das manchmal Arbeit bedeutet und wenn das manchmal anstrengend ist. Ich merke das, wenn ich mit Klienten spreche. Ich hatte letztens wieder so ein Gespräch. Da sagte mir ein Klient, er hat einen Schrebergarten und er wird den aber jetzt kündigen, es wäre zu viel Arbeit. Und ich habe gesagt, ja, Schrebergarten hat er dir, warum? Also einfach nur wirklich zu viel Arbeit, sagt er, ja, ich hätte das immer toll gefunden, aber das wäre einfach zu viel. So, und wenn das wirklich zu viel Arbeit ist, dann ist das total legitim zu sagen, ich hau das Ding weg. Aber dann habe ich gesagt, warum hast du denn den Schrebergarten überhaupt mal gemietet? Und dann sagte er, ja, weil ich das toll finde, in der Natur zu sein und weil mir das gut tut und weil mich das entspannt am Wochenende, wenn ich da bin und in der Erde mit meinen Händen zugange bin. Und ich sage, und das hat sich das geändert? Und dann sagt er, nee, das hat sich nicht geändert, aber er wäre halt immer so kaputt. Und da wird es interessant, denn er war so kaputt wegen der Arbeit, weil er super viel zu tun hat auf der Arbeit, Überstunden kloppt, weil ihn das psychisch der Druck einfach mitnimmt. Und was machen wir dann, wenn das so ist? Viele Menschen gehen nämlich genau dann hin und wollen Stress reduzieren, aber sie reduzieren das, was ihnen gut tut. Dieser Schrebergarten, das ist etwas, was eigentlich für diesen Menschen immer eine Kraftquelle war. Und jetzt auf einmal wurde diese Kraftquelle für ihn zur Belastung. Aber de facto ist gar nicht der Garten zur Belastung geworden, sondern das Übermaß an Arbeit und die Situation auf dem Job, da müsste er dran. Und das ist genau das, was ich einfach oft erlebe, dass anstatt an die Ursache zu gehen, an die Wurzel des Übels, sozusagen andere Dinge limitiert werden, und zwar die Dinge, die einem gut tun. Und was dann passiert ist, ist, dass man über kurz oder lang sich noch tiefer in den Stress, in das Minus reinarbeitet, weil man sich die Dinge auch noch wegnimmt, die einem eigentlich gut tun, nämlich der Schrebergarten oder andere Hobbys. Bekannter von mir war in einem hier Ruderverein, hat den Ruderverein dran gegeben. Ja, der war immer weg. Und jetzt nicht, das war nicht schlimm, weil er Familie hat oder irgendwas, sondern weil ihm das zu anstrengend war. Was hat er danach gemacht? Die Wochenenden mehr oder minder auf dem Sofa verbracht. Und das ist die Abwärtsspirale, weil dann der körperliche Ausgleich gefehlt hat, der Umgang mit Kumpels, Beziehungspflege, all das. Und es ist etwas, was ich einfach sehr oft sehe bei Klienten, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass wenn es zu viel Stress gibt auf der Arbeit und zu viel Belastung, dann versucht man natürlich, Belastung loszuwerden. Aber anstatt die richtige Belastung zu reduzieren, werden andere Sachen reduziert, und zwar die, die eigentlich dafür sorgen, dass es einem besser geht. Und im ersten Moment fühlt sich das auch wie Erleichterung an. Man ist froh, dass man jetzt den Garten los ist oder nicht immer zu diesen Terminen muss, in diese Verpflichtung muss, weil man eigentlich schon so kaputt ist, dass man nur noch so auf dem Sofa abhängen will und seine Ruhe haben will und mit keinem mehr reden will und all das.
Und kurzfristig funktioniert das. Langfristig ist es genau das Falscheste, was man machen kann. Langfristig muss ich gucken, wie kann ich im Job die Parameter verändern. Dann sagen mir natürlich immer viele, ja Casey, du sagst das so einfach, das geht nicht und wir haben nicht genug Personal und der Chef will das nicht oder die Personalabteilung will das nicht. Und das mag auch alles so sein. Und trotzdem gibt es viele Stellschrauben, auch im Job, die ich habe. Ich kann zum Beispiel zum Betriebsrat gehen oder zum Personalrat. Ich kann eine sogenannte Überlastungsanzeige machen. Da muss man sich um die Arbeitssituation kümmern. Ich kann auch einfach mal versuchen, aktiv eine Grenze zu setzen und zu sagen, nein, ich kann nicht länger bleiben oder nein, ich kann nicht einspringen. Hatte ich letztens hier meinen Postbote, der hier kommt. Das ist immer ein total fröhlicher Mensch und der war total geknickt. Und ich sage, was ist denn los? Und er sagt, ja, Stress auf der Arbeit. Und eigentlich hätte er diese Woche Urlaub gehabt. Jetzt ist er eingesprungen und ja, das wird er ja auch gerne machen, aber dann gab es da irgendwie noch Ärger und da habe ich auch gesagt, Mensch, pass auf deine Grenzen auf. Ne? Auch wenn du gutmütig bist und für andere einspringst, Vorsicht. Ne? Man muss immer auch Zeit haben, die Akkus aufzuladen. Und ich finde, erst wenn ich wirklich merke, dass ich auf dem Job nichts ändern kann, also dass es wirklich so bleibt und dass ich keine einsichtigen Vorgesetzten habe oder dass das System eine Veränderung einfach nicht hergibt, dann kann ich immer noch überlegen, ja, wie gehe ich denn für mich damit um und was bedeutet das für mich? Und kann dann überlegen, langfristig zum Beispiel den Job zu wechseln. Das muss ja keine Ad-hoc-Entscheidung sein. Aber Warnsignale sind für mich, erste Warnsignale sind, wenn ich anfange, die guten Dinge in meinem Leben zu reduzieren. Wenn ich anfange zu sagen, ich will am Wochenende keine Kumpels sehen und nee, ich will nicht ausgehen. Oder wenn ich schon merke, dass ich abends gereizt bin, wenn meine Kinder noch was von mir wollen, weil ich einfach nur noch meine Ruhe haben will. Das heißt, wenn die Dinge, die mein Leben eigentlich schön machen und die mein Leben bereichern und die meine Akkus aufladen, wenn diese Dinge anfangen, mich zu nerven und zu stressen, dann ist es höchste Zeit, etwas zu tun. Und zu tun heißt nicht, diese Dinge abzuschaffen, sondern bedeutet mir, die Wurzel des Übels zu betrachten, das anzuschauen und zu überlegen, wie kann ich daran etwas ändern. Ja, ich brauche zwischendurch für meine Psyche, brauche ich das mehr. Ich habe das schon mehrfach erwähnt und ein Fernziel von uns ist ja auch, ans Meer zu ziehen, in den Norden Deutschlands. Wobei ich muss sagen, Den Haag, die Holländer, das ist alles so nett. So entspannt und so nett, aber da wird es um Geld verdienen ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Aber ich brauche das zwischendurch und es war eine sehr große Verführung in mir, die am Donnerstagmorgen gesagt hat, hier hat es geregnet, es war ein Scheißwetter. Ich sage, Casey, lass den Scheiß sein, du fährst doch jetzt nicht 215 Kilometer nach Den Haag alleine. Und dann gab es auch die Stimme, was, wenn was passiert? Stell dir vor, du hast einen Platten, dann hängst du da in Holland, was machst du da? Also auch so eine Stimme gab es. Und die andere Stimme, die sagte, ja, und abends, wenn du dann wieder zu Hause bist, weißt du, wie der Hof hier aussieht, wenn die Pferde den ganzen Tag hier alles untergearbeitet haben, dann bist du noch mal 2 Stunden dran, den Hof wieder klatschig zu machen. Und wofür? Für ein paar Stunden nur aufs Wasser gucken. Und diese Stimme gab es. Und die war auch ganz schön laut. Und ich habe echt irgendwann so innerlich gesagt, ey, jetzt halt die Fresse. Ich will das Meer. Punkt. Und dann habe ich das nicht weiter in Frage gestellt, habe Donnerstagmorgen auf Autopilot hier alles fertig gemacht, habe mich in den Wagen gesetzt und bin dahin gefahren. Ja, und ich habe zurück echt lange gebraucht, über 3 Stunden. Ja, Berufsverkehr in Holland, die haben halt keine Herbstferien, glaube ich zumindest. Und wenn, dann hat es sich noch nicht bis Rotterdam und Co. rumgesprochen. Da stand ich lange auf der Autobahn rum. Gut, dass ich ein paar Hörspiele dabei hatte, ja. Aber diese Luft und das Wasser und die Weite, das ist etwas, was für mich so wertvoll ist und gut tut. Ich weiß, dass das Aufwand ist, aber ich weiß auch immer, dass es sich lohnt, in diesen Aufwand zu gehen. Und deshalb mache ich das zwischendurch. Und das war echt schön. So viel für heute. Ich kann noch was verraten. Im nächsten Podcast habe ich Gäste. Reden wir auch nochmal über Jobsituationen und Arbeitsbelastung und Abgrenzung oder sowas. Freue ich mich sehr.
Also wer sich noch nicht in den Newsletter eingetragen hat auf meiner Website für den Podcast, möge das jetzt tun. Denn nur die, die im Newsletter-Verteiler dann schon drin sind, kriegen den neuen Podcast hier mal zugeschickt. Die sind dann auf privat gestellt. Das ist das Goodie für die Newsletter-Abonnenten. Und alle anderen kriegen dann erstmal nur Archivzugang. Also insofern ein bisschen ködern, ihr wisst schon. Und ansonsten, schaut euch mein Workshop-Angebot an. Auch das ist ja draußen seit dieser Woche. Vielleicht ist das für euch dabei. Ich packe euch die Links unten nochmal in die Infobox. Und ja, lasst mich mal wissen, womit ihr eure Akkus aufladet und wie sehr ihr in Gefahr seid, die guten Dinge aus eurem Leben rauszuschmeißen, damit ihr mehr Zeit für die schlechten habt. Was der falsche Weg ist, ihr wisst schon. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Thank you.